Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, yeah! So, wir markieren mal auf der Karte Leicester, hier das L, denn da wollen wir hin mit Michael. Wir haben ja im letzten Part diese Mission gemacht und schulden jetzt dem Mafia-Typ da Geld. 2 Mille oder 2,5 Mille. Und wir müssen uns Geld besorgen und Leicester soll uns helfen. Ich weiß gar nicht, wer Leicester ist. Wie gesagt, also im letzten Part habe ich das gesagt, dachte ich eigentlich, wir rufen Trevor an, der uns dann hilft, Geld zu besorgen. Mal gucken, wer Leicester ist. Wir haben ja kurz... Oh, muss der dann noch rüberziehen? Ich bin doch extra ausge... Welche? Oh, Autobahn? Sind wir auch? Ja, sind wir... Moment. Ne, da lang. Könnte auch so fahren, anders, aber es wäre ja umständlich. Wir in der Mission sind wir hier gefahren, dem... Truck mit dem Boot oder das Auto mit dem Boot sind wir hinterher gefahren. Ich kann mal kurz was zeigen. Im Startmenü gibt es eine Statistik und zwar 100% Checklist. Ich will ja 100% spielen. Hier sieht man es. Da ist alles aufgelistet, was man alles machen muss. Nicht so detailreich, dann braucht man eine richtige Checklist. Aber da kann man halt ein bisschen sehen. Ich muss ein bisschen aufstoßen dabei. Da kann man halt ein bisschen sehen, was einem fehlt. Und wie viele Missionen man halt schon gemacht hat. Das ist sehr schön. Sehr hilfreich. Da lang. Yeah, hier über die Autobahn kann man gut heizen. Das ist sehr schön. Und doch, ich kann Auto fahren. Also viele sagen, ich kann kein Auto fahren hier. Aber sieht doch wunderschön aus. Was piepst denn da so? Hauptsache, ich könnte einen erwischen. Was mache ich? Ich erwische natürlich beide. Weil ich natürlich beide in den Dreck ziehen möchte. So lieb bin ich. Ich bin dumm gefahren. Ich hätte einfach... Was piepst denn da so? Das Navi oder what? Motherfucker. Okay. Konzentration. Sehr schön. Dann klappt das. Wo geht's lang? Ja, ich fahre übrigens immerhin. Also in anderen GTAs mache ich das alles offscreen. Aber wir wollen ja ein bisschen die Stadt sehen und ein bisschen fahren lernen. Okay, das war wieder recht dämlich. Oh. Ah, da muss ich gar nicht lang, aber ist egal. Ich mache trotzdem mal den Zaun kaputt. So, Leicester, wer bist du? Der wohnt da irgendwo. Ist das ein Kaffee? Oh Gott. Ja, dann steigen wir hier aus und suchen den Typ mal. Ist das seine Bude? Hallöchen, Leicester. Ja, ich glaube schon. Fuck you, Leicester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Achso, ich soll reingehen. Ich habe gerade was getrunken. Liste. Was ist das? Kann ich rein? Nein! Er möchte rein. Was ist das für ein Freak? Ach der, den kennt man aus. You need my Trailers und so. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Leicester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Leicester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's.
You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And, brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Begib dich zum Suburban Laden in Winewood. Alles klar? Können wir hier noch so eine Actionfigur oder so klauen? Anscheinend nicht. Ja, mit dem stylischen, nicht stylischen Rucksack. Wo ist unser Auto? Dass wir. Ey! Ah, da! Wollte schon sagen. Ich habe zuerst überlegt, was war das jetzt? Also, es war auf jeden Fall ein Fuig, hat man gemerkt. Der war auf jeden Fall früher schon. Also, wir haben mit dem früher schon Dinge abgezogen. War das der, wo man im Prolog gesehen hat, wo angeschossen wurde? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber der, auf jeden Fall war der irgendwie mal dabei. Wo haben wir das? Irgendwann. Was müssen wir eigentlich machen? Blick da nie so dumm, Arsch. Hab die Videosequenz schon wieder vergessen. Nee, eigentlich nicht. Oh, ist so nice hier zu fahren. Das macht Fun. Ich mag das. Kriege ich eine Erektion. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich musste. Sorry. Muss das jetzt endlich mal mit dem Auto machen. Wollte sich auch, dass ich mir mein Auto tune. Aber ich brauche ein bisschen mehr Geld. Wie viel haben wir denn? Ne, das war Radiosender, ne? Steht da irgendwo Geld? Moment, da oben. Im Startmenü. Boah, das kann ich von hier nicht lesen. Ich glaube irgendwas mit 17.000. Alles klärchen. Oh, ich bin falsch gefahren, ich stepp. Und was machen wir? Wir wenden einfach da und verursachen Unfälle. Natürlich. Weil wir es können. So ist ja GTA. Nur komische Leute halten da an rote Ampeln oder an die Straßenregeln. Gibt es hier nicht in GTA. Was ist das? Ein Gebäude, was gebaut wird. Oh, sehr schön. Also ich finde es cool gemacht, wie man hier fährt. Besser als in GTA 4. Ja, ich bin natürlich vorbeigefahren. Och, fick dich doch, Navi. Ah, Suburban. Gibt's doch auch in San Andreas. Suburban. Ich habe einen Rucksack. Ich klaue euch jetzt alles. Ich stecke alles in den Rucksack. Und dann habt ihr nichts mehr. So, einpacken, einpacken. Geht nicht. Oh, Hallöchen. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir passende Kleidung. Geil! Okay, entweder hier oder hier. Ey, ich will die pinkne. Die pinkne, sag ich schon. Die gelbe da. Die pinkne wäre übertrieben. Ah, die darf ich gar nicht holen, oder? Doch? Hä? Was soll ich holen? Ah, ne, da, ich soll Hosen. Ach so, ich soll nur Hosen. Oh, egal, das holen wir nach. Yay! Was haben wir denn? Ah, 7000. Nicht 17.000, doch, hier 7000. Sieht ja schwul aus. Was holen wir denn da? Toll. Egal, das können wir wieder wechseln. Ich hole mal das. Kostet alles gleich viel. Ja. Okay. Und dann holen wir uns irgendwas hier. Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Hey, Michael ist auch nicht sehr erfreut über die Kleidung. Yeah, Stylo. Kranker Scheiß. Okay. Wir sehen scheiße aus. Und jetzt? Good luck at the interview. Achso, ja, Vorstellungsgespräch. Wie gibt es zu den Büros von Live and Vader. Keine Ahnung, wie der heißt. Wo geht's denn da lang? Hier? Moment, hä? Muss ich raus? Achso, das ist draußen. Ich dachte, das wäre hier. Ach, ich sollte mir hier nur Kleider kaufen, oder what? Sehe ich aus wie ein Nerd.
So, aber das war jetzt auch nur eigentlich dazu da. Ja, wie der ins Auto steigt, bisschen komisch. Hallöchen. Das war jetzt auch nur so, um das Rädergeschäft auch kennenzulernen. Wird gewählt, Alan Lester. Der Rollstuhltyp. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Ah, okay, wir sollen hier irgend so einen Prototyp klauen. Werden wir dann sehen, was das ist. Wir sollten uns halt nur passend anziehen für das Vorstellungsgespräch. So geht man also zum Vorstellungsgespräch mit so Kleidung. Ah ja, hatte doch passende Kleidung an vorher. Okay, das sieht jetzt echt beschissen aus, wie ich fahre. Ich gebe mir jetzt extrem keine Mühe. Also bitte jetzt nicht kommentieren. Du kannst genau fahren. Fickt euch. Sorry. Nur Spaß. Ich mag euch. So, was haben wir denn hier? Achso, noch eins weiter. Ich will immer zu früh abbiegen. Ja, man kann... Jetzt bin ich zu weit gefahren. Ey, das ist doch scheiße. So, dann packen wir hier mal. Geh zum Hintergang, sehr gerne. Das tue ich doch gerne. Ja, jetzt war der Rucksack auf einmal dran oder what? So. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. Okay, jetzt macht die Kleidung Sinn. Ja, ich bin hinter dir. Keine Angst. I'm really becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Ja. Ich folge dir, Kollege. Oh. Was ist das denn? Ich will zocken. Ich muss mal ein bisschen schneller hier gehen. Aber geht nicht. Ich bleib einfach stehen. Nicht Spaß. Oh je, die sind hier am Arbeiten. Hallöchen. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been added on this PC. Oh. Yay. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Ja, ich will mir das Video angucken. Schieß die... Nein, ich will mir das Video... Ich will mir die Videos angucken. Ich will Titten angucken. Oh, dann mach ich die halt weg. Das interessiert mich nicht. Huh? Okay, diese Pop-Ups sind nervig. Alter! Schließ die Pop-Ups, um den Verknüpfung an die Virenprogramme zu sehen. Okay, die kommt doch immer wieder. Ah, jetzt dann schnell. Alter! Die sind so nervig. Wo ist das Antivirenprogramm? Arbeitsplatz? Ah, da, denke ich. Machen das mal. Oh, Alter, wie nervig! Da. Große Fenster. Ja, ist doch weg, komm, mach. Alter! Danke! And we scan. Ja, komm, mach hinne, bevor die wiederkommen. Ach du Scheiße. Wer war an dem PC? Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? These hacker kids always come up with a new entfernen.
Als ob. And that oh, should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Okay, das wäre irgendwie unnötig. Vertrate den... Was haben die geraucht? Vertrate den Prototyp. Ach du Scheiße. Schnell weg hier. Wie komme ich da rein? Hier? Ja, das macht Sinn, ne? Verlass das Gebäude. Wo ist unser Rucksack? Ich will meinen Rucksack wieder. Egal, wir hauen einfach ab. Die machen hier Party hart weiter. Ey, ich will auch so einen Ball. Kann ich rein? Wo ist denn die Tür? Was ist denn, wo? Wo ist deine Tür? Egal. Tschüss, ich gehe. Wie Michael geht, so aggressiv irgendwie. Es ist so geil gemacht. Einfach, die achten so auf Details. Die sitzen da nicht nur rum oder stehen da dumm in der Gegend rum. Bin ich hier richtig? Nee. Ich glaube nicht. Oder? Moment, doch, da bin ich hochgegangen. Hier müsste der Hintergang sein. Gut, das war ein bisschen unnötig irgendwie mit den Pop-Ups da, aber das war auch dazu da, um das Internet kennenzulernen, denke ich. Also zumindest den PC. Irgendjemand hat mir kommentiert eine Seite, wo ich alle versteckten Gegenstände, glaube ich, finde. Schau dir die Eröffnungsrede in Michaels Haus an. Okay. Achso, wir haben das manipuliert jetzt. Lester. Oh, ich will das Auto da hinten. Leg ich auf, wenn ich einsteige? Ah, sehr schön. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Okay, da bin ich jetzt gespannt, was passiert, ob das in die Luft fliegt oder so. Ich stell mal, das Auto ist nämlich ein geiles Auto. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, da muss ich immer noch drauf achten. Ah, es hat hinten drauf gestanden, glaube ich. Egal, so, wir gucken uns das mal im Fernsehen an und rufen das den Prototyp dann an. Warum ist da immer so ein Punkt, so ein blauer unten? Keine Ahnung. Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! No! Give me that! Finde Weasel News. Kanal zu wechseln. Lautstärke, Perspektive. Ah, da ist schon. Warte, bis Janus den Telefonprototyp rausholt und ruf ihn dann an. Okay, das darf ich jetzt nicht verkaufen. Verkacken. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red-alert, world-domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness
the future. The Life Invader mobile device. Anrufen, wie geht das? Something no one else has ever thought of. Hä? A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to switch off 24/7. Wie soll ich denn anrufen? Jay Norris oder was? Achso, ja. Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Jesus! Ach du Scheiße. Wow! Oh! Okay, da hat's ihm die Birne weggeknallt. Ich hab ihn Gott sei Dank noch gefunden. Okay. Ich denke, das war's. Okay. Kranker Scheiß. Bestanden. 50%. Keine Pop-Ups. Ja, super. Ja, wie gesagt, ob man jetzt 100% machen muss, das wäre bitter, sonst müsste ich eine Mission nochmal machen. Missionszeit. Ja, die Missionen gehen sehr lange, finde ich. Aber ich lasse mir auch immer Zeit. Sehr nice. Okay, gut. Wir machen hier nichts weiteres. Unser Sohn sitzt hier am PC. Wir rufen noch Lester an. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Okay, gut, zudem können wir wieder, sehe ich gerade. Alles klar, mal gucken, was wir im nächsten Part machen. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns, warte, den Ball. Yay, bisschen Spaß mit Ball. Ey, warum kann ich nicht springen und schlagen in meinem Haus? Hätte jetzt da den Jump drauf gemacht. Martin, neuer Kontakt. Michael, meine Kohle. Wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Also, Martin? Achso, dieser Drogenboss, glaube ich. Alles klar. Ey, ich will ein bisschen mit dem Ball hier spielen. Yay. Ich glaube, nur in dem... Ah, geil. Lustig. Okay, gut. Also ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.